Wo die Mitra erwähnte gerade eben, dass dieser Vortrag in einer Reihe von insgesamt 6 Vorträgen steht. 6 Vorträge über die Vollkommenheiten eines Bodhisattva, die sogenannten 6 Paramitas. 6 Übungen, wenn man so will, oder 6 Tugenden, die jemand versucht zu entwickeln, der Erleuchtung erlangen möchte. Und der Erleuchtung so erlangen möchte, dass das möglichst vielen anderen Menschen, vielen anderen Wesen hilft. Also jemand, dem es nicht nur darum geht, obwohl es ihm auch darum geht, selber glücklich zu sein, selber ein sehr erfülltes, befriedigendes Leben zu führen, sondern der auch dazu beitragen möchte oder die Einsicht hat, dass er das im Grunde nur erreichen kann, wenn er dazu beiträgt, dass auch andere glücklicher werden, dass auch andere wacher werden, dass auch andere frei werden, dass auch andere in einer Weise leben, dass sie all ihre Fähigkeiten, all ihre Möglichkeiten entfalten, ihre Talente entwickeln und vor allen Dingen unter diesen Talenten das Besondere, das uns Menschen auszeichnet, das Gewahrsein oder das Bewusstsein, die Fähigkeit, mehr und mehr zu sehen, tiefer, inniger, umfassender zu erleben. Und dieser Weg zum Aufwachen, dieser Weg, solche Fähigkeiten zu entwickeln, wird in der buddhistischen Tradition auf vielfältige Weise beschrieben. Und eine dieser Arten, eine der Weisen, wie das beschrieben wird, sind die sogenannten 6 Paramitas oder die 6 Vollkommenheiten des Bodhisattva. Wie Bodhimitra auch erwähnte, befassten sich die ersten beiden Vorträge mit den 2 Paramitas von Dana oder Großzügigkeit, Freigebigkeit, wenn man so will, der Bereitschaft, alles zu geben, was man hat und nicht nur alles zu geben, was man hat, sondern auch alles zu geben, was man ist, zum Wohl aller Lebewesen überhaupt. Und als zweiter Tugend oder als zweiter Vollkommenheit Sila, was manchmal sehr plastisch als aufrechter Gang beschrieben wird, manchmal etwas trockener als Moral. Für viele Leute ist der Begriff Moral oder Ethik nicht gerade ein sehr einladender Begriff, während wenn man den Begriff aufrechter Gang nimmt, da denken viele auch, ja, das möchte ich eigentlich, aufrecht durch die Welt gehen, mit Perspektive, mit Weitsicht und tatsächlich dafür stehen, das offen und unbefangen ausdrücken, was ich als wichtig und richtig erkannt habe. Und unter dem Paramita von Sila fasst man gewisse Grundhaltungen, die ein Bodhisattva oder jemand, der aufzuwachen sich bemüht, zu üben versucht. Die Haltung von Freundlichkeit, Liebe, die Bereitschaft wiederzugeben, wie auch die erste Tugend, Dana, Freigebigkeit, den Vorsatz, auf eine schlichte Weise, auf eine maßvolle Weise zu leben, auf eine nicht neurotische Weise zu leben und dies besonders im Bereich der Sexualität. Den Vorsatz, ehrlich, aufrichtig, freundlich, hilfreich, friedvoll zu sprechen. Also, wenn man so will, auf eine Weise zu kommunizieren, die an Wahrheit und an Entfaltung orientiert ist. Und schließlich den Vorsatz, achtsam zu sein. Immer wieder in jeder Situation gewahr zu sein, was geschieht, gewahr sein. Wie befindet sich der eigene Körper? Wie befinden sich die Gedanken? Wie sind die Qualitäten des Denkens? In was für einer emotionalen Verfassung befinde ich mich? Aber auch weit darüber hinaus achtsam sein der Natur, achtsam anderer Menschen und so weiter. Und der Bodhisattva übt diese beiden Tugenden oder Vollkommenheiten, Dana und Sila. Und er beübt sie auf eine ganz bestimmte Weise, wenn man so will. Und in den Vorträgen heute und beim nächsten Mal, ich glaube, der nächste Vortrag ist im September, wenn ich richtig informiert bin, über Virya, was häufig als Tatkraft oder Energie, Einsatzbereitschaft übersetzt wird. In diesen beiden Vorträgen über Virya, also im September, und über Kshanti, womit wir uns heute befassen, geht es, könnte man sagen, um die Art energetische Verfassung, die innere Qualität in gewisser Weise, die Art, wie ein Bodhisattva zum Beispiel Dana und Sila übt. Ja, wie er dabei mit sich selber oder in sich selber sich befindet, mit welcher Art von Energie, mit welcher Art von Haltung er das Ganze betreibt. Man könnte ganz grob sagen, das ist eine Weise, das zu betrachten. Dana und Sila befassen sich in gewisser Weise mit den Inhalten, mit dem, was ein Bodhisattva tut, mit seinen Taten. Ja, und Kshanti und Virya, die Qualitäten, um die es heute und beim nächsten Mal geht, befassen sich mehr damit, oder man kann es zumindest so betrachten, wie ein Bodhisattva diese Taten ausübt. Nun, das Wort Kshanti hat außerordentlich viele Bedeutungen und es wäre sehr schwierig, sehr problematisch sogar, wenn wir einfach einen deutschen Begriff dafür wählen wollten
um das zu übersetzen. Wo Dimitra erwähnte eben in seiner kurzen Einführung Geduld oder Duldsamkeit. Und das sind sicherlich ganz wesentliche Konnotationen, die mit dem Wort Kshanti verbunden sind. Aber die bezeichnen nur einen Aspekt davon. Und ich vermute sogar auf eine Weise, wie manche von uns das wahrscheinlich gar nicht attraktiv finden werden. Mir ging es so, als ich zum ersten Mal über Kshanti hörte, dachte ich also so, ach, das kann man auch gut weglassen. Das muss nur nicht unbedingt sein. Das hört sich ein bisschen vielleicht selbstpeinigend an, dass Geduld, Duldsamkeit, vielleicht auch noch sowas wie Demut dabei oder Ertragen, sich selber klein machen. Also solche Konnotationen sind für mich unmittelbar damit verbunden gewesen. Und ich dachte, na, so stelle ich mir eigentlich den Weg eines Bodhisattva nicht vor. Das gehörte für mich zu den Lehren, die ich lieber ausgeschlossen haben wollte aus dem Buddhismus. Und in meiner Vorbereitung für diesen Vortrag habe ich so, ja, sowohl aus verschiedener Literatur versucht man eine kleine Sammlung anzulegen, was für Nebenbedeutung, was für Anklänge denn eigentlich in diesem Wort Kshanti in der traditionellen Sprache, im Sanskrit und im Pali, den altindischen Sprachen, aus denen diese Worte kommen, enthalten sind. Und ich gebe mal eine ganze Liste davon. Und vielleicht fühlt ihr einfach nach, ich spreche es darum auch relativ langsam, wie ist eure erste unmittelbare Resonanz dazu? Ja, bei manchen dieser Worte werdet ihr vielleicht empfinden, ach ja, damit könnte ich mich anfreunden, und bei anderen Worten vielleicht, nein, nein, das gehört für mich nicht dazu oder das lassen wir lieber draußen oder wie auch immer eure Resonanz da sein mag. Also Geduld oder Ausdauer, Nachsicht, Langmut, Schonung, Toleranz, Duldsamkeit, Akzeptanz, Empfänglichkeit, Offenheit. Freundlichkeit, Liebenswürdigkeit, Güte, Milde, Sanftmut, Zahmheit, Fügsamkeit, Lenkbarkeit, Willigkeit, Demut, Bescheidenheit, Ergebenheit, Liebe, Mitgefühl, Erbarmen, Freiheit von Ärger, Leichtigkeit. Ich vermute, diese Liste ist nicht vollständig. Vielleicht fielen euch selber schon ein paar wiederum ähnlich klingende deutsche Worte ein, die auch irgendetwas von dem großen Bedeutungsspektrum mit berühren würden, was mit dem Wort von Kshanti verbunden ist. In der buddhistischen Tradition wird Kshanti in der Regel oder sehr häufig unter drei verschiedenen Aspekten behandelt und es wird vorgeschlagen, drei Arten, wenn man so will, von Kshanti sollte man üben. Und mit diesen drei Arten möchte ich mich in dem Vortrag auch im Wesentlichen beschäftigen. Das ist zum einen, und ich benutze jetzt das Wort Geduld, obwohl, glaube ich, im Laufe des Vortrags klarer wird, dass das eben ein sehr reicher Begriff ist, oder vielleicht benutze ich besser das Wort Kshanti stattdessen. Kshanti gegenüber schadenstiftenden Menschen. Als zweite Art von Kshanti, Kshanti angesichts der Unzulänglichkeit des Lebens. Und drittens, Kshanti gegenüber dem Wesen der Wirklichkeit. Also zunächst Kshanti gegenüber schadenstiftenden Menschen oder wie es häufiger etwas umfassender ausgedrückt, Kshanti durch die, also Geduld, wenn man so will, durch die man bereit wird, sich mit einem schadenstiftenden Menschen auseinanderzusetzen. Dies wird sehr häufig betrachtet als ein Gegenmittel zu Ärger, als ein Gegenmittel zu dem Wunsch, Rache zu nehmen, zu dem Wunsch, anderen etwas Übles anzutun, weil sie vielleicht einem selber etwas Übles angetan haben. Und das wird sehr, sehr stark betont, weil in der buddhistischen Tradition gilt Ärger, wenn man so will, Ärger und Hass und Wut, also auch in gesteigerten Formen, aber schon auch in sehr milden, wenn man so will, schwachen Formen, gilt Ärger als die Emotion, die alle Früchte unserer Bemühungen zerstört. Buddhisten sagen, es ist nicht so schlimm, gierig zu sein. Ja, das ist zwar problematisch in gewisser Hinsicht, aber es verbindet einen immerhin mit anderen Lebewesen. Ja? Aber ärgerlich zu sein, zornig zu sein, andere abzulehnen, anderen schaden zu wollen, das entfremdet, das schneidet ab, das isoliert. Ja, das
ist letztlich darauf gerichtet, zu töten bzw. auszuschließen. Und das leugnet das Leben schlechthin. Das leugnet die Wirklichkeit schlechthin, weil die Wirklichkeit ist ein Netz von inniger Verbundenheit von allem, was existiert. Es gibt nichts, was für sich existiert. Aber wenn ich mich ärgere, dann will ich sozusagen, dass bestimmte Dinge nicht mehr existieren oder zumindest, dass sie mir nicht nahe kommen. Und diese Emotion, so wird gesagt, leugnet das Leben schlechthin. Und das ist sehr gefährlich. Wenn ich meinem Ärger Raum gebe, wenn ich erlaube, dem Ärger sich zu Wut oder gar zu Hass zu steigern, zu dem Wunsch zu vernichten, dann zerstöre ich damit, so sagt die buddhistische Tradition, all das, was ich als an Früchten in meiner Übung erwirkt habe. Das ist wahrscheinlich heutzutage für manche Leute schwer verdaulich, weil wir haben so eine Mode, so eine Einstellung, lass doch deinen Ärger raus. Ja? Befreie dich davon, indem du ihn einfach ausagierst. Nur wir sollten uns fragen, ob das tatsächlich zutrifft, ob wir uns wirklich davon befreien, wenn wir das machen. Ich will im Augenblick darauf nicht viel näher eingehen, aber ich glaube, wenn man überprüft, was geschieht, kann man feststellen, dass man sich eigentlich dabei nur trainiert, sich noch mehr zu ärgern und noch eher bereit zu sein, Hass und diese, wenn man so will, zerstörerischen Emotionen zu entwickeln. Shantideva, einer der großen Gelehrten in Indien aus dem 7., 8. Jahrhundert, hat sich sehr intensiv, sehr ausführlich mit dem Paramita von Kshanti befasst in seinem Bodhicharyavatara, einem Text, in dem er gewissermaßen eine Anleitung gibt, wie man es üben kann, Bodhisattva zu werden. Teilweise ist es sehr drastisch, was er schreibt. Ich lese einen weniger drastischen Teil daraus vor. Eigentlich einen überhaupt nicht drastischen Teil, wenn man so will. Ja? Er sagt, es gibt nichts Böseres als den Hass und es gibt keine größere Tugend als Kshanti. Darum möge man mit ganzer Kraft Kshanti üben. Das Denken kommt nicht zur Ruhe, es gewinnt nicht die Lust der Freude, es findet weder Schlaf noch Beständigkeit, wenn der Stachel des Hasses im Herzen sitzt. Das ist wahrscheinlich etwas, was wir alle schon mal erlebt haben. Wer den Hass als Feind erkennt, der unzählige Leiden verursacht und wer den Hass mit ganzer Kraft vernichtet, der ist in dieser und in anderen Welten glücklich. Diese Aussage, der ist in dieser und in anderen Welten glücklich, ist natürlich eine spezifisch buddhistische Aussage, wenn man so will, die auf der Überzeugung beruht, dass unser Leben nicht nur von dem Zeitpunkt unserer Konzeption oder vielleicht Geburt bis zum Zeitpunkt unseres Todes geht, sondern dass es eher so etwas wie Bewusstseinsströme gibt, die sich über viele, ja nach buddhistischer Auffassung Millionen von Leben hinweg verkörpern, bis sie endlich so weit und so wach geworden sind, dass sie das erreicht haben, was man Erleuchtung nennt, so dass diese zwanghafte Wiederverkörperung, der Kreislauf durch das Rad der Existenzen nicht mehr nötig ist. Also hier heißt es, wer den Hass als Feind erkennt und sich mit aller Kraft ihm entgegenstellt, der ist in diesem und im nächsten Leben glücklich. Und Gampopa, ein tibetischer Gelehrter, einer der Schüler Milarepas, wenn ich richtig informiert bin, sagt, geistiges Wachstum wächst aus Kshanti, aus der Übung von Kshanti. Also Kshanti scheint eine sehr, sehr grundsätzliche, eine sehr grundlegende Art von Tugend zu sein. Und wenn wir uns geistig entwickeln wollen, ist es wahrscheinlich sehr wichtig, uns damit zu befassen, was ist denn damit eigentlich gemeint und vielleicht auch unsere Einstellung, unsere Abwehr, die wir in mancher Hinsicht zunächst mal bei einigen der Begriffen empfinden mögen, zu überprüfen und Wege zu finden, wie wir diese Tugend entfalten können. Nun, hinter der Auffassung, dass Hass und wenn wir uns erlauben, im Hass zu schwelgen, dass das zu sehr leidvollen Existenzen führt, wie auch hinter der Auffassung, dass die Übung von Kshanti zum glücklichen Leben hier und später führt, steht die Auffassung, und das ist eine der Grundauffassungen in der buddhistischen Tradition, dass Handlung Folgen hat. Alles, was wir tun, und nicht nur das, was wir körperlich tun, wie wir sozusagen in der Außenwelt agieren, sondern auch alles, was wir denken, alles, was wir empfinden, ja, jedes, wenn man so will, innere Regung hat Folgen. Durch jede unserer Taten, durch jeden unseren Gedanken, jeden unserer Gefühle legen wir sozusagen eine Spur an, die, wenn wir bestimmte Gedanken oder bestimmte Gefühle häufiger empfinden, tiefer und tiefer wird und uns sozusagen einlädt, wieder in diese Spur hineinzugehen. Und über Hass heißt es, Hass ist eine Spur, die die Früchte aller unserer Übung zunichte macht. Ja. Hass entfremdet.
Also, wie können wir Kshanti, wie können wir Geduld üben gegenüber schadensstiftenden Menschen? Wahrscheinlich haben wir alle genügend Situationen erlebt, in denen uns es sehr, sehr schwer gefallen ist, in denen wir vielleicht auch gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass hier Geduld zu üben angebracht wäre. Zumal wir wahrscheinlich häufig davon ausgehen, wenn ich Geduld übe, heißt das einfach hinnehmen, heißt das einfach akzeptieren und den anderen machen lassen, ohne in irgendeiner Weise aufzustehen. Aber zunächst mal, primär heißt es, Geduld zu üben, für die eigene Verfassung zu sorgen. Das heißt nicht nur für die eigene Verfassung zu sorgen, aber das ist ein Grundaspekt dabei. Selbst wenn jemand etwas sehr, sehr Unangebrachtes tut, selbst wenn jemand aus Hass handelt, ist es kein Grund, auch zu hassen. Wir haben als Menschen prinzipiell die Freiheit, unsere Antwort zu wählen. Das ist das, was mit unserem Vermögen des Gewahrseins, mit unserem Vermögen von Bewusstsein angelegt ist. Wir müssen nicht reagieren, sondern wir können unsere Antwort wählen. Und im buddhistischen Sinn ist es nützlich, einige Reflexionen vorzunehmen, um unsere Antwort so zu wählen, um unsere Antwort so zu gestalten, dass sie uns weiterhin auch mit einem schadenstiftenden, vielleicht mit einem Menschen voller Hass in Verbindung hält und die Verbindung nicht abschneidet. Und die erste Reflexion, die vorgeschlagen wird, ist darüber nachzudenken, sich darauf zu besinnen, dass derjenige, der aus Hass agiert, der Schaden stiftet, seiner selbst nicht mächtig ist. Er handelt aus Gier, aus Verblendung, vielleicht eben aus Hass heraus. Er ist getrieben von seiner Emotion. Er reagiert. Er wählt nicht, sondern er ist sozusagen in seiner eigenen Spur gefangen. Und wenn wir darüber reflektieren, dass derjenige seiner selbst nicht bewusst ist oder nur sehr partiell bewusst ist, können wir etwas mehr Nachsicht üben, können wir etwas besser verstehen. Wir müssen deshalb seine Emotionen nicht teilen, aber wir können zumindest sehen, ah, der weiß nichts Besseres im Augenblick. Ja? Sie kann nicht anders. Sie ist gefangen oder er ist gefangen in der jeweiligen Neigung, in der jeweiligen Absicht. Dieser andere Mensch, der schadenstiftende Mensch, ist vielleicht sogar davon überzeugt, dass das Beste ist, was er tun kann. Im Grunde streben wir in all dem, was wir machen, nach Glück. Nur wir tun es manchmal auf eine Weise, die blind dafür ist, dass wir kein Glück erzeugen, sondern dass wir Leiden erzeugen. Sei es unmittelbar, sei es mittelbar in der Folge. Eine weitere Reflexion, die vorgeschlagen wird in der Tradition, ist darüber nachzudenken, dass wir selber etwas dazu getan haben, dass wir jetzt in dieser Situation dieses Erlebnis haben. Nehmen wir an, jemand bedroht mich. Ja, vielleicht gehe ich auf die Straße und begegne irgendwelchen Leuten und die rempeln mich an. Ja, versuchen vielleicht, mich in irgendwelche Händel zu verwickeln. Shantideva reflektiert in seinem Text Bodhicaryavatara darüber, worüber regst du dich auf? Der andere bringt seinen Stock. Du bringst deinen Körper. Warum bist du wütend auf den Stock? Du hast doch den Körper gebracht. Der Körper ist es doch, der Leiden empfindet. Warum ärgerst du dich über den Stock? Der Stock empfindet kein Leiden. Es ist eine Reflexion, die vielleicht erst wieder relativ drastisch klingt. Aber ja, wir sind es, ja, die unseren eigenen Körper in die Situation transportieren, in denen wir uns bedroht fühlen. Und es wird als Reflexion weiter vorgeschlagen, darüber nachzudenken, wie viel Übergewicht, wie aufgebauschte Vorstellung wir sozusagen unserem eigenen Körper und quasi der Heiligkeit unseres eigenen Körpers geben. Es gibt Milliarden von fast identischen Körpern. Aber wir beanspruchen, dass dieser besondere Körper, mein Körper, bitte ganz herausragend behandelt wird. Ja, mit welcher Rechtfertigung denn? Ja. Warum empfinde ich nicht das gleiche Leid? Warum empfinde ich nicht die gleiche Abneigung, wenn ich merke, wenn ich sehe, dass ein anderer Körper oder ein anderer Mensch, ein anderes Individuum so behandelt wird, wie ich nicht behandelt werden möchte? Ja, ich trete vielleicht auf, ich greife vielleicht schützend ein, wenn man meine Freunde, meine Familienmitglieder, Menschen, die mir nahe sind, angreift. Aber wenn man Menschen angreift, die ich nicht mag, dann sage ich vielleicht noch, geschieht ihnen auch recht.
Warum empfinde ich da nicht den gleichen Ärger? Warum nur für mich? Warum bilde ich mir ein, dass dieser Körper, und stand die Leber, vergleicht ihn recht drastisch, diese Beule gefüllt mit allen möglichen stinkenden Flüssigkeiten, wie wir ja manchmal feststellen können, dass das zutrifft, warum identifiziere ich mich so sehr mit dieser Beule, dass ich denke, die müsste nun ganz besonders gut behandelt werden? Es ist wichtig, wenn man solche Dinge hört, sich bewusst zu machen, dass das eine Art ist, in der buddhistischen Tradition den eigenen Körper zu betrachten. Das ist nicht die ganze Geschichte. Es gibt auf der anderen Seite, wenn man so will, andere Praktiken, wo es darum geht, den Körper wie ein heiliges Gefäß, wie ein Tempel, wenn man so will, oder wie den schönsten Raum überhaupt zu betrachten und dafür zu sorgen, dass es ihm wirklich gut geht. Ja, eher will man sagen, dass der Buddhismus je nach Situation, wenn man so will, den Kontext oder das Thema der Reflexion wechselt. Es geht nicht darum, unseren Körper schlecht zu machen, sondern es geht darum, in einer Situation, wo wir dazu neigen, uns übermäßig mit ihm zu identifizieren oder mit unserer Identität zu identifizieren, da uns deutlich zu machen, dass es Milliarden und Abermilliarden ähnlicher gibt. Ja? Die kein bisschen wichtiger und kein bisschen unbedeutender sind als der eigene. Nun sind natürlich nicht alle Bedrohungen durch schadenstiftende Menschen körperlich bezogen, sondern vielleicht stülpt uns jemand seine Abneigung mit verbalen Angriffen über. So, es gibt eine berühmte Geschichte im Leben des Buddha, die manche von euch wahrscheinlich schon mal gehört haben. Der Buddha war also durchaus nicht jemand, der... ich drück's aktiv aus, obwohl ich es nicht ganz so meine, der es nicht verstand, auch die Abneigung anderer auf sich zu ziehen. Oder vielleicht sollte ich so sagen, der Buddha war nicht immer beliebt. Ja, es gab manche Leute, die den Buddha ausgesprochen problematisch fanden und die es lieber gesehen hätten, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Und manche dieser Leute, nicht alle dieser Leute, manche dieser Leute gehörten zu der sogenannten Brahmanenkaste. Und die Brahmanen waren in der Tat Leute, denen gegenüber der Buddha manches sehr Kritische gesagt hatte. Weil die Brahmanen im damaligen Indien, und das ist heute nicht so viel anders, waren Leute, wenn man so will, die einen relativ hohen spirituellen Status, oder vielleicht sollte man eher sagen pseudospirituellen Status, für sich beanspruchten. Das waren die, die die religiösen Geschäfte auf eine recht lukrative Weise zu führen verstanden. Und da kam also jemand her wie der Buddha, und es gab natürlich auch eine ganze Reihe anderer spiritueller Lehrer zu dieser Zeit, die das angriffen. Die sagten, diese Art von institutionalisierter Religion, die mehr oder weniger eine andere Art weltlicher Geschäftemacherei ist, das ist sehr, sehr problematisch. Und manche Brahmanen waren natürlich darüber aufgebracht, dass da so jemand herkam wie der Buddha, der ihnen also ihre Pfründe stahl, wenn man so will, obwohl er sie selber nicht für sich beanspruchte. Und so wird also ein Bericht gegeben, dass einer dieser Brahmanen, also wohl ziemlich erregt und voller Abneigung, auf den Buddha zustürzte und ihn mit allen möglichen Dingen beschimpfte, ihm alles Mögliche an den Kopf warf, was für ein fürchterlicher, verwerflicher und niederträchtiger und gemeiner Lümmel er doch sei. Und er brachte also eine ganze Latte von Vorwürfen und der Buddha hörte sich das alles einfach an. Der stand oder ging, je nachdem, und hörte das einfach zu. Und irgendwann war der Brahmane, wie es also auch uns wahrscheinlich in ähnlichen Situationen geht, ans Ende seiner Vorwürfe gekommen. Vielleicht hatte er sich auch ein paar Mal wiederholt und war dann schließlich damit ausgelaufen. Und dann stellte ihm der Buddha eine Frage. Und er sagte, wenn jemand einem anderen Menschen ein Geschenk gibt und dieser Mensch möchte das Geschenk nicht haben, wem gehört es dann? Und der Brahmane sagte, natürlich demjenigen, der es gegeben hat. Und darauf sagte der Buddha, danke. Du hast mir ein Geschenk gegeben. Ich benötige es nicht. Es ist deins. Stellen wir uns selber vor, wie würde es uns gehen in einer solchen Situation, wo wir uns ungerecht angegriffen fühlen, einfach auf diese Weise zu antworten, statt uns so mit uns selber und unserer kostbaren Seele zu identifizieren, dass wir uns zutiefst verletzt fühlen, einfach nur davon, dass da irgendwelche Schallwellen auf unser Trommelfell. Ja?
Und wenn wir darüber nachdenken, können wir wirklich feststellen, der Ärger, den wir erleben, den bereiten wir uns selber. Es ist das, was in uns selber geschieht. Ja, das ist unsere eigene Antwort. Es besteht einfach keine Notwendigkeit, auf das, was andere uns antun, mit Ärger zu antworten. Es ist begreiflich, es ist sehr verständlich, weil wir uns so sehr mit uns selber identifizieren. Weil wir uns einfach als verletzliche Egos erleben. Aber genau das ist es, was buddhistische Praxis überwinden will. Und Kshanti, dieses Üben von Geduld, dieses Üben davon, einfach da sein zu können, die Dinge, wenn man so will, so sein lassen zu können, wie sie sind, gilt als eine der ganz wesentlichen Voraussetzungen, ja, diese Art von Freiheit, diese Art von Weite und, wenn man so will, diese Art von Überwindung auch des Ego mit zu erreichen. Es ist ganz interessant vielleicht zu hören, dass innerhalb der buddhistischen Tradition und auch teilweise in Shantidevas Reflexionen über Kshanti ein ganz wichtiges Gewicht auch darauf gelegt wird, Kshanti gegenüber denen zu üben, die die eigene Ausübung von Religion nicht gutheißen. Wenn man so will, gegenüber den Feinden des Buddhismus, gegenüber den Feinden der eigenen spirituellen Praxis. Manche von uns, diejenigen vielleicht, die schon etwas länger meditieren, die vielleicht sogar zögernd angefangen haben, sich selber als Buddhisten zu bezeichnen. So erst kam es vielleicht etwas holpernd und nach einer Pause über die Lippen, dann, naja, also eigentlich ist mir ja das Wort nicht so wichtig, ich muss mich nicht unbedingt so nennen. Dann nannte man sich vielleicht doch nochmal wieder häufiger Buddhist, wie auch immer. Wir kommen natürlich in Kontakt mit Leuten, die das sehr merkwürdig finden. Ja, ich meine, jetzt bei so einem Wetter am Sonntagmorgen, also hier in einem Raum, der allmählich mit Hitze sich auflädt zu sein, das muss doch schon also aus der Sicht vieler Leute sehr, sehr eigenartig sein. Oder sich täglich oder auch vielleicht nicht täglich, aber doch manches Mal hinzusetzen und zu meditieren oder gar auf Retreat zu gehen und alle möglichen Dinge zu tun, vielleicht sogar auf manche Dinge zu verzichten, die ganz normal für den Rest der Gesellschaft sind, da kriegt man ja einige Fragen gestellt und vielleicht auch manche Blicke, manches Naserümpfen oder was es auch immer sein mag, was so an Kommentaren von anderen Leuten kommt. Und ja, zögernd, wie wir selber ja auch, und skeptisch, wie wir auch aus guten Gründen gegenüber dem sind, was wir gerade angefangen haben zu tun, können wir uns sehr leicht angegriffen fühlen. Und man kann das ziemlich häufig feststellen, dass also auch gerade so in dem ersten Enthusiasmus, den vielleicht manche Leute für den Buddhismus oder für die FWBO als eine der Bewegungen, die versuchen, Buddhismus zu praktizieren, empfinden, dass wenn da andere Leute Angriffe machen, dass die Reaktionen übermäßig heftig sind. Ja? Wir fühlen uns selber in unserer neuen Identität als Buddhisten bedroht dadurch, dass andere sagen, na, ich finde es aber toll, die ganze Zeit vor dem Fernseher zu sitzen. Ist es genau das, wie ich mir das Leben vorstelle? Eigentlich möchte ich viel mehr davon haben. Das greift uns an, oder noch mehr greift es uns natürlich an, wenn jemand direkt sagt, also so ein Schwachsinn und du wanderst da in irgendeine Sekte ab, ja, verlierst wahrscheinlich sowieso jeden Kontakt zur Wirklichkeit. Das ruft, wenn man so will, unsere Gegenreaktion hervor. Und in der buddhistischen Tradition wird es immer wieder betont, es ist ganz wichtig, dass wir Nachsicht, Toleranz, Wohlwollen, Annahme gegenüber denen üben, die sich entscheiden, ein ganz anderes Leben zu leben. Es geht nicht darum, irgendjemanden umzudrehen. Es geht nicht darum, irgendjemand vielleicht sogar zu zwingen, dem eigenen Weg zu folgen. In alten Tibet gab es eine Geschichte, die mit einem großen Shakya-Lama verbunden ist, Pakpa. Pakpa war ein herausragender Lama, in einer bestimmten Schulrichtung des tibetischen Buddhismus. Manche von euch werden wahrscheinlich wissen, dass es eine ganze Reihe unterschiedlicher Schulen gibt. Und die sind in der Tat nicht immer friedlich miteinander umgegangen. Es gab also über Jahrhunderte lang kriegerische Auseinandersetzungen zwischen manchen tibetischen Schulen. Aber Pakpa, dieser führende Shakya-Lama, wurde ein guter Freund von Kublai Khan, dem Mongolenherrscher, der die mongolische Herrschaft über ganz China und Tibet ausgebreitet hatte, so dass Tibet, wenn man so will, eine Art Protektorat der Mongolei oder dieses mongolischen Reiches wurde. Und Kublai Khan nahm von Pakpa selber einige Initiationen und betrachtete ihn als seinen spirituellen Berater und setzte ihn auch ein als jemanden mit allen möglichen weltlichen Verfügungsgewalten über Tibet.
Und Kublai Khan schlug eines Tages Pakpa vor, dass doch alle tibetischen Buddhisten Shakyas werden sollten. Alle tibetischen Buddhisten sollten dazu gebracht werden, sich zur Shakya-Sekte, wenn man so will, zu bekennen. Und Pakpa wies das zurück. Er sagte, es kommt auf keinen Fall in Frage. Jeder muss die Freiheit haben, auf seine eigene Weise zu praktizieren. Selbst wenn ich das nicht für richtig halte, jeder muss es selber entscheiden können. Man kann niemanden dazu zwingen, den eigenen Glauben zu teilen. Es muss immer eine freiwillige, immer eine individuelle Entscheidung sein. Und er wies also auf diese Weise diesen Vorschlag, der ja sehr verlockend sein kann, zurück. Und ja, darin, denke ich, zeigt sich exemplarisch etwas, was diejenigen von uns, die sich vielleicht manchmal auch angegriffen fühlen von, egal ob es Christen sind oder Muslims oder wem auch immer, oder Leuten, die einfach das buddhistische Leben ablehnen, dass wir mit Toleranz, mit Verständnis, mit Wohlwollen darauf antworten, statt in irgendeiner Art ja hassvoller, ärgerlicher Verteidigungshaltung zu gehen. Schließlich ein letzter Aspekt in diesem Kontext, Kshanti gegenüber schadenstiftenden Menschen, wobei dieser letzte Aspekt eigentlich gar nichts mit schadenstiftenden Menschen zu tun hat, aber ich möchte ihn doch hier abhandeln. Auch dies, denke ich, ist etwas, was manchmal sehr schwierig für uns sein kann. Wir erleben vielleicht, sei es hier im Meditationshaus oder in anderen Situationen, dass manche Leute in ihrer Meditation ausgesprochen tief gehen, wunderschöne Meditationen haben. Aber wir sitzen auf dem Kissen und kämpfen. Wieder die Ablenkung, wieder Ablenkung oder vielleicht lauter Ärger oder was es auch immer ist. Und die anderen, die seliges Lächeln, Wonne, Glück. Ja? Und vielleicht erzählen die auch noch danach, was für wunderbare Visionen sie gehabt haben. Ja? Und andere stehen um sie rum und hören offenen Auges zu. Und vielleicht wir stehen dabei und denken, und warum ich nicht? Warum er? Warum sie? Warum geht's den anderen so gut? Andere bekommen vielleicht Aufmerksamkeit, die wir nicht bekommen. Und eine sehr verständliche, sehr natürliche Antwort darauf ist Neid. Und Neid ist eine Form von Hass. Neid ist eine Form von Abneigung. Ja? Die kann sich aktiv darin äußern, dazu auswachsen, dass wir Versuche machen, dem oder der anderen Person gewissermaßen das streitig zu machen, was sie erwirkt hat. Oder sie kann sich auch einfach in diesem Gefühl einer nagenden, verzehrenden Eifersucht ausdrücken, wo wir uns mehr damit beschäftigen, wie gut es doch anderen geht und wie elend doch wir selber sind. Und auch damit zerstören wir wieder die Früchte unserer eigenen Übung. Auch da ist es wichtig, uns selber den Raum zu geben, selber die Fähigkeit allmählich zu entwickeln, zu sehen, dass unser Prozess seine eigene Zeit braucht. Es mag sehr, sehr lange dauern, bis wir das erste Mal so etwas wie Dhyana oder eine meditative, besondere Erfahrung haben. Das mag Jahre dauern. Es mag Jahre dauern, es mag Jahrzehnte dauern, bis bestimmte Dinge in unserem spirituellen Leben passieren. Das alles heißt nicht, dass das, was vorher geschieht, nicht auch nützlich wäre. Wir mögen über Jahre hinweg immer wieder uns an bestimmten Punkten finden, wo wir dachten, das hätte ich doch überwunden. Das ist doch endlich vorbei. Und da kommen wir wieder hin und wieder die gleiche Entrüstung, wieder die gleiche Frustration. Wenn wir genauer hinschauen, merken wir, nein, es wird nicht genau das Gleiche sein. Vielleicht haben wir ein ganz klein wenig gelernt, es etwas lockerer zu nehmen. Aber unser Prozess braucht Zeit. Unsere Entwicklung braucht Zeit. Manchmal hat man schnelle Schübe. Ja, manchmal scheint man förmlich zu springen über eine Weile. Und dann kommt einfach nur mühsames, wenn man so will, abwarten, geschehen lassen. Und wenn wir mit der Haltung von Neid oder mit diesem inneren Drängen versuchen zu praktizieren und irgendetwas zu erreichen, dann verschließen wir genau dadurch die Pforten vor dem, was eintreten kann. Vor dem, was wir nicht machen können. Vor dem, was wir nicht planen können. Und wenn man so will, Dhyana oder meditative Vertiefung, man kann sich dafür vorbereiten. Man kann den Boden bereiten, aber man kann es nicht ergreifen. Man kann es nicht machen. In dem Augenblick, wo wir versuchen, es zu ergreifen, wo wir sozusagen es mehr oder weniger wie ein Ding behandeln, entzieht es sich uns. Die zweite Art von Kshanti, mit der ich mich befassen möchte, ist Kshanti,
durch die man die Unzulänglichkeit des Lebens erträgt. Leben ist unzulänglich. Leben kann sehr, sehr schön sein, kann sehr beglückend sein, aber es ist unzulänglich. Unser Körper ist unzulänglich. Unser Körper hat die unangenehme Eigenschaften, manchmal sehr weh zu tun. Ohne, dass wir deshalb besonders krank sein müssen. Es mag hier zwicken oder da zwicken. Schon wachsen tut weh, in einer gewissen Weise. Wir lernen mühsam zu laufen und wir fallen ständig hin und das tut weh. Ja? Die elementaren Körpertechniken zu erlernen, tut weh. Wir wollen es trotzdem, wir machen es weiter und es ist bewundernswert zu sehen, ja, ich weiß nicht, ob man es wirklich Geduld nennen kann, mit welcher Geduld Kinder das machen, aber zumindest mit welchem Aufrappeln sie es immer wieder versuchen und immer weitermachen. Und natürlich gibt es im Bereich unseres Körpers unendlich viele Situationen, an denen wir die Unzulänglichkeit erfahren können. Das Essen schmeckt einfach nicht so, wie wir es gerne hätten. Oder wenn wir ein bisschen mehr gegessen haben, wenn es besonders gut geschmeckt hat, dann tut es danach weh. Ja. Irgendwo kommt immer wieder etwas, an dem wir merken, es ist nicht ganz optimal. Ja? Sogar die tollste Erfahrung von Liebe und von Sex hat irgendwo immer wieder einen kleinen Aspekt dabei, der nicht so ganz dolle ist. Ja, wo man nicht so ganz begeistert bin oder wo es irgendwo unzulänglich ist. Ja, auch in der Freude. Das Lachen, was wir manchmal erleben, schlägt plötzlich über in irgendetwas anderes. Wir sind vielleicht völlig überrascht, dass die Freude, die eben noch da war, nicht mehr ganz so hell ist, nicht mehr ganz so leuchtend, nicht mehr ganz so laut ist. Unser Körper wird alt und ja, wann auch immer wir anfangen, das Alter zu merken, bei manchen geht es früher, bei manchen geht es später, dann gibt es alle möglichen Dinge, bei denen man anfangs denkt, na ja, das ist mal ein kurzzeitiger Schmerz. Und dann merkt man nach einer Weile, na, dieser Schmerz ist noch immer da. Und nach ein paar Jahren merkt man, na, der Schmerz ist geblieben. Ja, es gibt so hier eine Kleinigkeit und da eine Kleinigkeit, die, wenn man so will, zum regelmäßigen Begleiter des Lebens wird. Ja. Und ich habe mir sagen lassen, das wird mehr. Ja, also. Ja, wie gehen wir damit um? Manche Leute versuchen natürlich, das zu leugnen. Ja? So zu tun, als ob das alles nicht da wäre. Aber wir könnten auch daran lernen. Wir könnten daran, im Grunde, wir haben daran viele Gelegenheiten, über eine der Grundtatsachen des Daseins überhaupt zu reflektieren. Über Vergänglichkeit. Ja, und wie wenig sinnvoll es ist, uns mit dem Körper selber zu identifizieren. Nicht nur körperlich haben wir eine Menge Unzulänglichkeiten zu erleben. Auf all unseren Wegen tun wir es. Es gibt Hindernisse. In unserer Gesellschaft das große Hindernis des Staus. Ja, auf der Straße. Ja. Egal, ob wir selber als Autofahrer unterwegs sind oder ob es der Stau in der U-Bahn oder der Stau auf der Kettwiger Straße oder wo auch immer ist, wir wollen einen Weg machen und wir kommen nicht weiter. Wir werden blockiert. Ja. Oder wir warten vielleicht auf irgendetwas in unserer Arbeit, was andere Leute uns bringen müssten und sie haben es nicht gebracht. Ja. Oder sie bringen es nicht so, wie wir es gerne hätten. Wir stellen irgendwelche Mängel fest. Ja. Die Post ist wieder später gekommen und dabei warten wir doch so sehnsüchtig auf diesen oder jenen Brief. Und ausgerechnet dann, wenn wir losgehen wollen, regnet es. Ja? Wo wir uns doch so etwas Schönes vorgenommen hatten für diesen Tag. Es gibt so viele Unzulänglichkeiten. Unsere Pläne, unsere Absichten werden permanent, sei es drastisch oder auf eine leichte Weise, durchkreuzt. Leben ist unzulänglich. Das ist eine Grundtatsache. Das gehört einfach dazu. Also wir haben allen Grund, eine Haltung zu entwickeln, die das mehr akzeptieren kann, die nicht ständig dagegen schimpft. Ich finde es faszinierend zu sehen, was also in den letzten Wochen wieder mit dem Wetter passiert ist. Nee, gar nicht so sehr äußerlich, sondern innerlich. Monatelang fast haben wir darüber gestöhnt, dass es doch nun bitte endlich Frühling werden sollte. Und dann kam er, und zwar ziemlich drastisch. Ja? Ach, diese Hitze. Ist das nicht fürchterlich? Ja? Leben ist unzulänglich. Ja, irgendwie kann es uns das Leben anscheinend nicht recht machen. Wir hätten es gerne ganz anders. Aber wenn es dann auch mal eine Phase lang ein bisschen so mehr wird, wie wir gedacht hatten, dass wir es gerne haben würden, sind wir wieder nicht zufrieden, weil irgendeine andere Sache nicht mit berücksichtigt wurde. Es gibt in der chinesischen Geschichte eine alte Geschichte, die
die Haltung von Geduld oder von Annehmen können, von Zulassen können, auf eine sehr schöne Weise ausdrückt. Da heißt es, dass ein Mann, der mit seiner Familie in irgendeinem kleinen Dorf lebte, ein Pferd besaß. Und eines Tages lief dieses Pferd weg. Und die Nachbarn des Mannes hörten davon und kamen zu ihm und bedauerten ihn, versuchten ihn zu trösten, wie schrecklich. Das Pferd ist weggelaufen, traurig. Jetzt kannst du dies nicht mehr tun, du kannst deinen Acker nicht bestellen, du kannst nicht ausreiten und so weiter. Aber der Mann saß da, sagte, naja, manchmal ist etwas gut, manchmal ist etwas schlecht, man weiß eigentlich nicht so recht. Der schien eigentlich nicht traurig darüber. Nun, einige Wochen später, heißt es, kam das Pferd zurück. Und in der Begleitung dieses Pferdes brachte es ein anderes, wunderschönes, sehr junges, sehr starkes, schnelles Pferd mit. Und wieder hörten die Nachbarn davon und kamen zu dem Nachbarn gelaufen und sagten, wie toll, fantastisch. Ja, dein Pferd ist zurückgekommen und schau, was es dir mitgebracht hat. Jetzt bist du viel reicher, was ihr jetzt alles machen könnt. Wunderbar, wunderbar. Und der Mann sagte, mag sein oder mag nicht sein. Es kann schön sein, es kann schlecht sein. Es ist einfach, wie es ist. Und der Sohn dieses Mannes, der sehr gerne ausritt, nahm eines Tages dieses neue Pferd, das zugelaufen war, und ritt damit aus. Und er fiel vom Pferd und brach sich das Bein. Und offenbar brach er es ziemlich kompliziert, auf jeden Fall war er monatelang, ja in der Geschichte heißt es sogar, über ein Jahr ans Bett gefesselt und konnte nicht mehr reiten und auch sonst nichts Sinnvolles tun. Und natürlich, die Nachbarn hörten davon und kamen wieder ins Haus gelaufen und sagten, wie schrecklich, dass deinem Sohn, der auf den du doch so angewiesen bist, dessen Hilfe du doch so brauchst, dass ihm das passieren musste. Oh, wäre das doch nicht passiert. Und der Mann sagte, ja, wer weiß, vielleicht ist es gut. Vielleicht ist es schlecht, es ist, wie es ist, und er lächelte und ließ es einfach geschehen. Und ein Jahr später brach ein Krieg aus. Und alle jungen Männer wurden eingezogen, aber nicht der junge Mann, der mit seinem gebrochenen Bein noch immer zu Hause war. Und wieder hieß es, ja, wieder kamen die Nachbarn und sagten, was hast du doch für ein Glück, dein Sohn als einziger wird nicht eingezogen. Ja? Unsere Kinder müssen hinaus ins Feld, wer weiß, ob sie zurückkommen. Und viele junge Männer blieben in diesem Krieg. Und der Mann sagte, ja, wer weiß, vielleicht ist es gut, vielleicht ist es schlecht. Es kann so sein, es kann so sein. Und er lächelte und ließ es geschehen. Und man könnte das natürlich noch unendlich weit fortsetzen. Wahrscheinlich unterscheidet sich diese Haltung sehr, sehr stark von dem, was wir normalerweise erleben. Wir haben einen Wunsch und es gelingt nicht. Drama, schrecklich, fürchterlich. Das ist wieder schiefgegangen. Nun, diese Haltung, die dieser Mann in der Geschichte zeigt, ist nicht eine Haltung, wenn man so will, des stoischen, Zähne zusammenbeißenden Ertragens. Naja, so ist es das. Ist eben, Leben ist eben unzulänglich. Ja, da muss man durch. Ja, das ist nicht gemeint damit. Ja, es mag wirklich sehr schön sein, ja, auf diesem jungen Pferd oder auf diesem Pferd auszureiten. Und es mag sehr schrecklich sein, es ist sehr schrecklich, in den Krieg zu ziehen. Ja? Aber es gibt bestimmte Dinge, die einfach passieren. Es gibt bestimmte Aspekte, wenn wir so wollen, des Lebens, die geschehen. Die geschehen, wie sie geschehen. Und es hat keinen Sinn, darüber zu ärgern. Es geht eher darum, eine Art leichte, vielleicht eine sanfte, eine milde, eine Art liebenswürdiger Haltung gegenüber dem zu entwickeln, was wir nicht ändern können, was einfach zum Leben dazugehört. Und vielleicht hilft es in manchen Situationen, wenn uns diese Heiterkeit abhanden kommt, zumindest ein wenig darüber zu reflektieren, wie viele Möglichkeiten wir in unserem Leben eigentlich haben, die wieder für Milliarden von Menschen gegeben sind. Wir haben so viele Freiheiten, wir haben so viele Chancen, ja? Wir haben so viel Freiraum, einfach das zu tun und über unser Leben in einer Weise zu entscheiden, die es in anderen Bereichen unserer Erde überhaupt nicht gibt. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es einen sehr hohen Wohlstand gibt, in der es sehr viel mentale, wenn man so will, bürgerliche Freiheiten gibt. Das ist nicht normal. Das ist nicht üblich. Wenn wir so wollen, gehören wir zu einem der wenigen Länder, in denen das der Fall ist. Denken wir selber daran, wie oft schimpfen wir über die Unzulänglichkeit unseres Landes. Aber wie oft preisen wir das, was diese Gesellschaft,
diese Umgebung, in der wir leben, uns tatsächlich ermöglicht? Und wie tragen wir dazu, beides zu erhalten? Das wird wahrscheinlich im Verhältnis, ja, die Balance wird vermutlich stimmen. Drittens und letztens, Kshanti, mit der man bereit ist, das Wesen der gesamten Wirklichkeit zu erforschen. Kshanti, mit der man bereit ist, das Wesen der gesamten Wirklichkeit zu erforschen. Es geht um Bereitsein. Und als ich das las, stutzte ich erstmal. Ich dachte, was heißt denn hier bereit sein? Warum nicht einfach Kshanti, mit der man das Wesen der Wirklichkeit erforscht? Nein. Kshanti, mit der man bereit ist, das Wesen der Wirklichkeit zu erforschen. Dahinter steckt etwas, was wir uns, glaube ich, selten klar machen. Die Wirklichkeit, so wie sie ist, was immer das sein mag, und ich kann nicht beantworten, was das ist, geht ziemlich deutlich gegen den Strich unserer Wünsche und unserer Erwartungen. Wirklichkeit ist anders, als wir sie gerne hätten. Wir haben das teilweise schon mit aufnehmen können in der Betrachtung der Unzulänglichkeiten des Lebens. Aber Wirklichkeit in einem transzendenten Sinne, Wirklichkeit in dem tiefsten oder höchsten Sinne, wie man sich vorstellen kann, ist etwas, was jenseits von Leben, wenn man so will, oder vor, hinter, unter, wie man auch immer sagen möchte, Leben generell liegt. Wirklichkeit ist das, was im gewissen Sinne, aber das kann sehr missverstanden werden, Leben erst möglich macht. Nicht in irgendeinem göttlichen Sinne, dass da sozusagen zuerst die Wirklichkeit wäre und dann wäre Leben da, ja? Sondern es ist eher das, was das Ganze zusammenhält oder was die Gesetzmäßigkeit des Ganzen ausmacht. Und bei dieser Art von Kshanti geht es darum, der Wirklichkeit selber, der Tatsache, wenn man so will, dass alles permanent sich verändert, der Tatsache, dass alles miteinander in einem Gewebe von undurchschaubaren oder unergründlichen Beziehungen, Wechselbeziehungen steht, dieser Tatsache zu erlauben, so mit uns umzugehen, wie sie will, wenn sie denn etwas will. Es ist sehr, sehr schwierig, darüber zu reden, weil ständig müssen wir in unserer Sprache, ich glaube, unsere Sprache zwingt uns in einem gewissen Ausmaß dazu, so zu tun, als ob diese Wirklichkeit eine Art Wesen wäre, das irgendwas mit uns machen kann. Aber so ist es nicht gemeint. Was immer die Wirklichkeit ist, ja, es geht darum, dass wir uns mehr und mehr, wenn man so will, in sie ergeben oder in sie hineinbegeben, ihr erlauben, auf uns zu wirken, durch uns zu werden. Wir können es vielleicht daran betrachten, dass wir selber mehr und mehr durchlässig dafür werden, mehr und mehr offen dafür werden, mehr und mehr empfänglich. Und man kann auch sagen, diese Art von Kshanti, diese Art von Geduld ist insbesondere mit Begriffen wie Empfänglichkeit, Offenheit, Rezeptivität, ja, der Bereitschaft anzunehmen und wahrzunehmen und sich zu öffnen für das, was der Fall ist, verbunden. Und spirituelle Offenheit, spirituelle Rezeptivität, es gilt als eine der Grundtugenden und gleichzeitig als etwas, was offenbar sehr schwer zu erreichen ist. Manche von euch haben auch hier in dem Zentrum schon eine Geschichte gehört, die aus dem Weißen Lotus Sutra kommt. Manche der großen Sutras, der Texte des Buddhismus und insbesondere des Mahayana Buddhismus haben Eröffnungsszenen, in denen der Buddha inmitten einer großen Versammlung von Tausenden, manchmal Hunderttausenden von mehr oder weniger erleuchteten Wesen sitzt. Die werden als Bodhisattvas, als Mahasattvas, als große Wesen, als Arahants, als besonders erfahrene Schüler, als Heilige und so weiter bezeichnet. Und im Weißen Lotus Sutra, einem sehr berühmten Text aus der buddhistischen Tradition, sitzt der Buddha auch eingangs in einer solchen großen Gesellschaft. Er sitzt in tiefer Meditation und irgendwann öffnet er die Augen und kündigt an, dass er eine besondere Lehre geben wird. Eine Lehre, die er bisher noch nicht gegeben hat und die auch für diejenigen, die dort sind, völlig neu sein wird. Und darauf heißt es, steht eine große Zahl von Arahants, und der Tradition nach sind das erleuchtete Schüler des Buddha, die stehen auf und gehen mit entrüstetem Murmeln aus der Versammlung heraus. Was? Wir sollen noch was lernen? Wir haben das alles schon drauf. Wir kennen das alles. Ja? Wir sind selber erleuchtet. Wir brauchen das nicht mehr. Der bildet sich was an. Und so verlassen sie die Versammlung und dann gibt der Buddha seine Lehre.
Nun, das sind die Arahants, die dort die Versammlung verlassen, gelten nach der buddhistischen Tradition als quasi erleuchtet, als sehr, sehr weit fortgeschritten. Und offenbar haben auch die noch ein Problem, spirituell rezeptiv zu sein. Das heißt, offen zu sein, dafür belehrt zu sein oder offen zu sein, dafür etwas zu lernen. Und ich denke, auf einer wahrscheinlich viel, viel, viel niedrigeren Ebene haben wir auch eine Menge Probleme. Wie oft geht es uns, dass wir selber glauben, schon Bescheid zu wissen? Wir haben vielleicht ein, vielleicht fünf, vielleicht zehn, vielleicht 100 Bücher über Buddhismus gelesen oder über was auch immer. Wir kennen uns aus. Wir wissen schon, worum es geht. Wer von uns wäre nicht in der Lage, doch ziemlich genau zu beschreiben, was ein Buddha ist? Oder wenn vielleicht nicht das, können wir doch zumindest einiges darüber sagen, was Metta ist. Das weiß doch jeder. Zumindest jeder, der hier die Praktiken im Meditationshaus kennengelernt hat und sie seit einigen Wochen geübt hat. Wir wissen doch so viel. Und kein Wunder, wir haben natürlich auch sehr viel Zugang zu ungeheuer viel Literatur. Wir können uns über die, wenn man so will, esoterischsten, geheimnisvollsten, entlegensten Lehren informieren und können uns sehr schnell einbilden, wir hätten das schon geschnallt. Wir wüssten jetzt Bescheid. Aber was wissen wir wirklich? Was davon ist denn nicht bloß theoretisch? Was davon ist ein Wissen aus Erfahrung, ein Wissen aus Praxis, ein Wissen aus eigener Erkenntnis? Und wir leben in einer Gesellschaft, in der nicht zuletzt im Hinblick auf die buddhistische Tradition, aber das gilt natürlich für alle religiösen Überlieferungen, im Prinzip sämtliche Texte zugänglich sind, die früher nur in der, nach langem, langem Studium, nach langer Vorbereitung von Lehrer an Schüler weitergegeben wurden. Ja. Man geht in den Buchladen und man findet das Guhya Samadhya Tantra, das Tantra der verborgenen Vereinigung. Und findet darauf vielleicht auch noch ein Bild dieser sogenannten Yab-Yum-Darstellung, wo also eine weibliche Figur mit einer männlichen Figur in geschlechtlicher Vereinigung ist. Das können wir lesen, das können wir verstehen. Ja? Und dann wissen wir es, was das Richtige für uns ist. Wir lesen dies oder jenes und dann hören wir vielleicht, sollten ein bisschen mehr Großzügigkeit üben. Naja, das brauchen wir doch nicht. Das haben wir doch hinter uns. Oder das tun wir doch sowieso. Wir wissen schon, was Großzügigkeit ist. Ja, heißt doch einfach zu geben. Ist doch nicht mehr dran. Es ist so leicht, dass wir uns vormachen, dass wir glauben, selber verstanden zu haben, wo wir aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wenn wir tatsächlich hinschauen, immer wieder entdecken müssen, dass wir nichts verstanden haben. Die buddhistische Tradition geht so weit, zu sagen, dass wenn man Einsicht erlangt, ja, wenn man den ersten, wenn man so will, Schimmer von Einsicht hat, das, was in manchen Traditionen als Eintritt in den Strom bezeichnet wird, dass man an dem Punkt merkt, dass man bis dahin absolut, überhaupt, ganz und gar nichts verstanden hatte. Nichts. Wirklich nichts. Wer von uns glaubt, dass er nichts verstanden hat? Ich glaube es für mich nicht. Ja? Es geht einfach gegen den Strich meiner Identität. Ich kann das nicht akzeptieren. Klar habe ich verstanden. Wie oft haben mich Leute hier reden hören und wahrscheinlich klingt das jetzt auch so, dass da jemand redet, als ob er das alles gepackt hätte. Aber es ist nicht so. Im Grunde ist es Quatsch. Ja? Und diese Einbildung, dieser Glaube, dass wir es schon verstanden hätten, macht uns sehr arrogant, macht uns sehr überheblich. Weil wir es ja wissen, brauchen wir nicht mehr zu hören. Es gibt von Goethe einen interessanten Spruch. Goethe sagt, und das ist, er sagt es wahrscheinlich nicht ganz wörtlich so, weil ich habe es aus dem Englischen wieder ins Deutsche übersetzt. Es kann sein, dass er es auch ganz anders sagt, oder wer weiß, wie es auf dem Weg ins Englische und zurück verändert wurde. Also Goethe soll gesagt haben, etwas dem Sinne nach, die höchste Leistung des denkenden Menschen besteht darin, das Ergründbare zu ergründen und das Unergründliche still zu verehren. Aber wenn wir uns selber fragen, was gibt es denn eigentlich, was wir noch verehren? Ist es nicht so, dass wir alles verstanden haben und dass unser alles verstanden haben uns auch berechtigt, nichts mehr verehren zu müssen? Weil es gibt doch nichts, was höher ist. Wenn wir etwas verstanden haben, haben wir uns das doch sozusagen angeeignet. Das ist Teil von uns. Wir kennen das jetzt. Das ist meins. Oder könnt ihr irgendetwas verehren, was ihr gleichzeitig versteht? Das dürfte ziemlich schwierig sein. Und es lohnt sich, denke ich, darüber nachzudenken.
In der buddhistischen Tradition heißt es, wenn wir den Dharma hören, wenn wir die Lehre hören, wenn wir über die Lehre des Buddha hören, sollten wir darauf achten, dass wir eine Haltung mitbringen, wie die Haltung von jemandem, der krank ist und der Heilung möchte. Die Haltung von jemandem, der sehr starke Schmerzen hat, der sehr unglücklich in seiner Situation ist und der Rettung braucht, wenn man so will. Ich glaube, das ist selten die Haltung, mit der wir uns dem Dharma nähern. Es ist eher so, wir erleben uns als verhältnismäßig gesund und eigentlich ganz gut drauf und wir hätten ganz gerne hier noch so einen kleinen Appendix gewissermaßen oder eine kleine Zutat zu unserem Leben, damit es ein bisschen runder und ein bisschen glatter ist. Das ist wahrscheinlich sehr häufig die Art, wie wir dem Buddhismus begegnen. Das soll so ein kleiner i-Tüpfel zusätzlich in unserem Leben sein. Diese Art, den Dharma zu hören, wird mit nicht sehr schmeichelhaften Vergleichen in einem Text behandelt, der von Gampopa kommt, der Juwelenschmuck der geistigen Befreiung. Er sagt, wenn wir einfach nur unaufmerksam hören, und das ist noch die relativ mildeste Art, ja, den Dharma schlecht zu hören, wenn wir nur unaufmerksam sind, wir sind vielleicht dabei mit allen möglichen Ablenkungen, weil Leute reinkommen oder Leute zwischen neben uns mit dem Papierrascheln beschäftigen oder was es auch sein mag. Wenn wir unaufmerksam hören, wird es verglichen, dass wir sind wie ein umgedrehter Topf. Es kommt einfach nichts rein. Ja, der Dharma, wenn man so will, fließt und fließt, aber er fließt einfach außen am Boden und den Wänden des Topfes entlang. Naja, manchmal sind wir nicht unaufmerksam, aber wir behalten nur einen Teil von dem Ganzen. Sei es, weil wir tatsächlich vergesslich sind oder weil wir einfach den einen Teil gerne mögen und das, was wir nicht so gerne hören mögen, weil es unserem Ego entgegensteht, das lassen wir halt schnell wieder raus. Auch das wird verglichen mit einem Topf, und zwar einem Topf mit vielen Löchern drin. Es fließt einfach durch. Und manche von uns kennen wahrscheinlich die Situation, wir haben bestimmte Dinge immer wieder gehört, aber irgendwie sinken sie nicht ein, ja, weil wir schalten sie sehr schnell aus dem System wieder aus. Aber wenn wir überheblich hören, und ich denke, das ist sehr wichtig, diesen Unterschied deutlicher zu machen, wenn wir gewissermaßen hören mit der Haltung, das kenne ich schon, ich weiß schon Bescheid, dann wird das verglichen mit einem Topf, in dem sich Gift befindet. Und in dieses Gift wird zwar ein gesunder Saft hineingegossen und wird vergiftet. Und in der Tradition des Buddhismus findet man immer wieder, dass überhebliches Hören des Dharma, das gilt nicht nur als traurig, sondern als echt gefährlich. Weil es ist so leicht, dass wir uns selber einbilden, irgendwelche Fortschritte, irgendwelche Verwirklichungen gemacht zu haben, die im Grunde nur unser Ego aufblähen, die im Grunde nur dazu führen, dass wir uns mehr dünken und unser Ego versteinern, unser Ego verfestigen. Und da heißt es, das ist gefährlicher, als den Dharma gar nicht zu hören. Das ist viel, viel problematischer. Also, wenn man so will, der Dharma oder der Buddhismus ist etwas, was tatsächlich gefährlich ist, wenn wir die falsche Haltung heranbringen. Stattdessen heißt es in diesem Text von Gampopa, wenn du den Dharma hörst, sollst du sein wie ein Reh, das Klängen der Musik lauscht. Wenn du über den Dharma nachdenkst, sei wie ein Mann aus dem Norden, der Schafe schert. Wenn du den Dharma zu einer lebendigen Erfahrung machst, sei wie ein Mann, der sich betrinkt. Wenn du seinen Wert sicherst und in dir verankerst, sei wie ein Yak, das hungrig Gras frisst. Und wenn die Früchte des Dharma in deinen Besitz kommen, musst du frei sein von den verdunkelnden Wolken wie die Sonne. Und er erläutert es ein wenig, vor allen Dingen dieses Hören des Dharma wie ein Reh, das den Klängen der Musik lauscht. Wenn du der Erklärung des Dharma lauschst, wie ein Reh betört vom Klang einer Laute und, obwohl von einem umherstreifenden Jäger mit einem giftigen Pfeil getroffen, doch unfähig zu verstehen und zu begreifen, was geschehen ist, dann musst du dem Dharma zuhören, so dass die Haare auf deinem Körper zu Berge stehen vor Freude, dass die Augen mit Tränen gefüllt, mit gefalteten Händen und von keinen anderen Gedanken abgelenkt. Aber wenn du im Vortragsraum bist und dein Geist hängt seinen eigenen Gedanken nach, die Tore deiner Sinne stehen müßigem Geschwätz offen, dein Mund ist geschäftig und deine Augen springen hin und her, dann solltest du dich daran erinnern, dass ein solches Betragen sich nicht gehört. Sammle dich voll Verehrung und zähle die Perlen deiner Maler. Das kommt aus der tibetischen Tradition, dieser Text. Wenn du auf diese Weise dem Dharma lauschst,
wirst du die Bedeutung des Erklärten im Geiste bewahren. Und indem du es behältst, wirst du es dir zu Herzen nehmen. Und darum geht es. Den Dharma hören, offen zu sein, rezeptiv zu sein, heißt nicht einfach intellektuell sich zu bereichern, sondern es heißt, wenn man so will, der Wirklichkeit oder der formulierten Wirklichkeit, so wie sie in der buddhistischen Tradition verstanden wird, zu erlauben, zu Herzen zu gehen, unser Herz zu berühren, unser Herz zu öffnen. Wenn wir das tun, und wenn wir das immer wieder tun, uns immer mehr für die Wirklichkeit öffnen, können wir irgendwann, das mag sehr, sehr lange dauern, eine Stufe von Kshanti erreichen, die man in einer, ja, finde ich, ja fast geheimnisvollen Formulierung immer wieder in der buddhistischen Tradition findet. Diese Stufe heißt Anuttapatika Dharma Kshanti. Und übersetzt, man findet sehr unterschiedliche Übersetzungen, heißt das so etwas wie Ergebenheit oder auch freudige Ergebenheit in die Ungeborenheit oder in das Nichtentstehen aller Dharmas, aller Erscheinungen, aller Phänomene. Wenn man so will, Offenheit, Annahme, ja Ergebenheit in die Tatsache, dass es nichts gibt, was aus sich selber heraus existiert, irgendwie ein eigenes Sein hätte, in Erscheinung tritt und wieder vergeht. Das ist alles nur Illusion. Das ist alles nur Glaube. Das ist alles nur die Art, wie wir uns jetzt auf unserer Stufe versuchen, verständlich zu machen, was existiert. Eigentlich, sagt die buddhistische Tradition, gibt es nichts dergleichen. Es gibt niemanden und nichts, das aus sich selber heraus als eigenes in irgendeiner Weise in Erscheinung tritt und wieder vergeht. Das geht an den Kern der buddhistischen Einsicht und ich kann nicht behaupten, zu verstehen, nicht mal zu verstehen, was damit gemeint ist, geschweige denn, es erfahren zu haben. Es ist, Sangharakshita drückt das aus, als eine Art Annehmen von etwas völlig Unannehmbarem, für unseren normalen Geist völlig unannehmbar. Es geht absolut gegen den Strich dessen, wie wir die Welt erleben wollen, wie wir es gerne hätten. Das heißt annehmen, dass es nichts gibt, was man mit Gewissheit und mit Bestimmtheit und mit Sicherheit aussagen könnte. Es gibt nichts, worüber man letztlich in einem höchsten Sinne irgendwelche Worte machen könnte. Wirklichkeit übersteigt alle unsere Definitionen, alle unsere Sicherheiten. Und zugleich wird diese Haltung beschrieben als eine Haltung vollkommener und höchster Offenheit. Dieses Kshanti zu erreichen, dieses Kshanti zu verwirklichen, wird in der Tradition des Bodhisattva-Weges, des Mahayana, beschrieben als das Erreichen der achten Stufe eines Bodhisattva. Das heißt der Stufe, auf der er nicht mehr umkehren kann, auf der er nicht mehr zurückfallen kann, von dem Bestreben danach, Erleuchtung zu erlangen zum Wohle aller. Er ist ein nicht umkehrbarer Bodhisattva geworden. Jemand, dem, wenn man so will, Erleuchtung im höchsten Sinne garantiert wird. Und diese Stufe wird beschrieben als eine Stufe unerschütterlicher Standfestigkeit, unerschütterlicher Sicherheit und Festigkeit, wenn man so will, und zugleich als die Stufe vollkommener Freiheit und absichtsloser, spielerischer Spontaneität. Und abschließend möchte ich zu dieser Stufe, gewissermaßen als Beschreibung dieser Stufe, einen etwas längeren Abschnitt aus dem Avatamsaka-Sutra, einem der großen Sutras aus der chinesischen Tradition, lesen. Hier heißt es, so wie ein Mönch mit den wunderbaren Kräften und der Freiheit des Geistes ausgerüstet, nach und nach in den Samadhi, das heißt die Versenkung, wenn man so will, oder die Meditation des Erlöschens eingehen kann, wobei er alle unsteten Gedanken, alle Erinnerungen und Unterscheidungen zum Anhalten bringt, so löst sich der Bodhisattva der achten Stufe von allen Mühen und erreicht einen Zustand der Mühelosigkeit, worin es zum Erlöschen alles mentalen, alles verbalen und körperlichen Bemühens kommt. Er gleicht einem Mann, der träumt, er sei in einen großen Fluss gefallen und er sich mit allen Kräften bemüht, das andere Flussufer zu erreichen, bis er plötzlich aus dem Traum erwacht und dadurch all seinen Anstrengungen ein Ende setzt. Genauso bemüht sich ein Bodhisattva, wenn er sieht, wie alle Wesen im Strom der Leiden zu ertrinken drohen, seine ganze Kraft einzusetzen, um sie mit Entschlossenheit, Mut und Stärke zu retten. Schließlich aber erreicht er die Stufe der unerschütterlichen Standfestigkeit, in der alles Bemühen von selbst aufhört. Er ist für immer von allen Aktivitäten, Formen, von allen Dualitäten und allen Unternehmungen des absichtsvollen Denkens befreit. In seinem Geist existiert keine Unterscheidung mehr zwischen Bodhisattva und Buddha,
Erleuchtung oder Nirvana, ganz zu schweigen von Gedanken an weltliche Dinge. Doch auch nach dieser Stufe, so setzt der Text fort, geht es noch weiter. Ich überschlage einen kleinen Abschnitt, dann heißt es, wohlan, Kinder aus guter Familie. Das ist die volle Verwirklichung, die im Einklang steht mit allen Lehren der Buddhas. Aber es fehlen noch die 10 Kräfte, die vierfache Furchtlosigkeit und die 18 besonderen Eigenschaften der Buddhas. Ihr müsst euch noch weiter bemühen, sie zu erringen. Ihr habt Gelassenheit, Freiheit für euch selbst erreicht, aber es gibt noch unwissende Geschöpfe, die noch nicht so weit sind und von Wünschen und Unterscheidungen versklavt sind. Jetzt ist die Zeit gekommen, Erbarmen für sie zu zeigen. Ihr solltet euch jetzt eurer ursprünglichen Gelübde erinnern und noch einmal die Aufgabe stellen, allen Lebewesen zu helfen und sie dazu zu bringen, die unbeschreibliche Weisheit der Buddhaschaft zu verwirklichen. Also auch auf dieser Stufe von Anuttapatika Dharma Kshanti, von dieser Ergebenheit in den Nicht-Ursprung oder die Nicht-Verursachung aller Phänomene, auf dieser Stufe von vollkommener, unerschütterlicher Standfestigkeit und anstrengungsloser Spontanität geht es noch weiter. Der Weg ist nicht zu Ende dort. Und auch danach ist noch Bemühung erforderlich. Aber es wird Bemühung von einer ganz anderen Qualität sein. Es wird Bemühung, eine Art von Bemühung sein, die sehr viel gelassener, sehr viel spielerischer, sehr viel heiterer ist, sehr viel annehmender ist, als das, was wir oft als Bemühung erleben. Manchmal müssen wir in der Tat die Zähne zusammenbeißen und geduldig sein, weil uns geht das Heitere, das Spielerische, das Gelassene noch ab. Manchmal müssen wir uns anstrengen. Wir brauchen unseren Willen. Wir brauchen unseren Einsatz. Wir brauchen unsere Absichten. Was Kshanti, die Tugend von Kshanti, die Vollkommenheit von Kshanti uns vielleicht lehren soll, ist, dass das alles wichtig und dass das alles gut ist und dass es doch alles daraufhin auch orientiert ist, alles Verbissene darin, alles Sture, alles Starre, mehr und mehr gehen zu lassen. Mehr und mehr eine Art von Gelöstheit, von Heiterkeit, von Milde, von Sanftheit, von Nachsicht, von Duldsamkeit, Ausdauer, Liebe, Freundlichkeit, Annehmen, Toleranz und so weiter zu entwickeln, die wir oft so schwierig finden, wenn wir uns mit dem Moment unseres Ärgers, unserer Abneigung, unseres Nichtgelingens identifizieren. Ich denke, über die Art, wie wir uns bemühen, wie wir praktizieren, können wir im nächsten Vortrag über Virya einiges mehr hören. Und ich hoffe, wenn ihr euch daran erinnert, dass Virya und Kshanti, Tatkraft und Geduld, wenn man es so übersetzen will, ein Paar bilden, dass ihr euch bemüht, aber mit Gelassenheit, mit Heiterkeit, mit Freude, mit Leichtigkeit, mit Spielerischkeit. Dazu wünsche ich alles Gute.